Mein Name ist Thomas Lutze. Ich wohne seit Anfang der 90er Jahre in Saarbrücken im Saarland. Ich kandidiere für die Partei Die Linke für den nächsten Deutschen Bundestag, in dem ich bereits seit 12 Jahren ordentlich gewähltes Mitglied bin. Unsere Hauptforderung ist, dass diejenigen, die in unserem Land sehr viel Vermögen, sehr viel Geld haben, also ich sage mal so, in der Bundesrepublik die oberen 10.000, dass die stärker zur Kasse gebeten werden, weil wir haben in Deutschland nach wie vor das Problem, dass viele Menschen in Armut leben müssen. Deutschland ist eins der Länder, wo die Kinderarmut statistisch gesehen am höchsten ist. Und Armut hat eine Ursache und die heißt Reichtum. Und wer Armut bekämpfen will, muss Reichtum begrenzen. Wir brauchen nicht nur Applaus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir brauchen auch nicht nur mal einmalige Zahlungen. Wir brauchen endlich ein Arbeitssystem, wo die Menschen, die in dem Pflegebereich arbeiten, ordentlich entlohnt werden. Ich denke, das muss ungefähr auf dem Niveau sein, wo auch Menschen, die in der Industrie arbeiten, jeden Monat an Geld bekommen. Der Pflegeberuf wird in dem Moment attraktiver, wenn sich die Gelder, die dort gezahlt werden, erhöht werden. Wenn wir endlich dazu kommen, dass die Beschäftigung dort auch unbefristet ist und keine befristeten Arbeitsverträge mehr gemacht werden. Und dann hat sich das mit der Anerkennung für meine Begriffe meistens schon von allein erledigt. Also für uns sind alle Menschen gleich. Wir stehen dafür, dass wir offene Grenzen haben. Ich selber bin in der früheren DDR aufgewachsen. Ich weiß, was es bedeutet, wenn sich Grenzen öffnen. Ich war damals 20 Jahre alt. Wir müssen vor allen Dingen aber die Ursachen von Fluchtbewegungen angehen. Kein Mensch flieht freiwillig. Das bedeutet vor allen Dingen, dass wir endlich auch als Bundesrepublik Deutschland aufhören, Waffen zu exportieren, unseren Kriegseinsätzen zu beteiligen, weil die Hauptursache für Flucht und für Vertreibung sind Kriege. Und die Kriege werden hauptsächlich deshalb geführt, weil sich die Mächtigen der Welt wegen irgendwelchen Sachen, meistens wirtschaftlichen Sachen, nicht einig sind. Die Zeche dafür zahlen die einfachen Leute. Und wenn ich irgendwo in Afghanistan oder Afrika leben würde und es wäre in meinem Land Krieg, würde ich genauso fliehen, wie es die Menschen machen, die dort wohnen müssen, leben müssen und keine Lust drauf haben, mit Krieg, mit Waffen drangsaliert zu werden. Digitalisierung ist für meine Begriffe ein Modewort geworden. Früher hat man Rationalisierung gesagt. Wir müssen bei der Digitalisierung aufpassen, dass es nicht dazu kommt, dass Arbeitsplätze abgeschafft werden, weil bestimmte Abläufe einfacher, schneller werden. Es ist richtig, dass wir auch viele Sachen auf die digitale Welt umstellen. Das geht gar kein Weg dran vorbei. Wir müssen aber in unserer Gesellschaft auch daran denken, dass es Menschen gibt, die nicht am digitalen Leben teilnehmen können oder teilnehmen wollen. Deswegen treten wir auch dafür ein, dass sämtliche Dienstleistungen auch analog nach wie vor gibt. Kleines Beispiel, wir brauchen natürlich auch den Fahrkartenautomat, wo ich ganz normal mit Bargeld bezahlen kann, genauso wie ich eine App auf dem Handy haben muss, um eine Fahrkarte zu kaufen. Wir müssen als Gesellschaft, die neue Regierung, der Bundestag, unbedingt die Frage von Armut und Reichtum klären. Wir haben in einem sehr hochentwickelten Land, Industrieland, Exportweltmeister, haben wir auch große Reichtümer. Und eine gerechtere Verteilung des Reichtums auf alle Menschen ist für meine Begriffe das vordringliche Problem. Ansonsten fühlen sich viele Menschen ausgegrenzt. Es kann für meine Begriffe nicht sein, dass Menschen, Kinder in Armut leben müssen, dass Menschen kein Dach über den Kopf haben. Die soziale Frage ist für uns als Linke die Kernfrage der nächsten Wahlperiode. Erstens, weil ich mich in dieser Partei engagiere, aber Spaß beiseite, weil wir die soziale Frage stellen, weil wir ganz klipp und klar sagen, wir möchten keine Kriegseinsätze der Bundeswehr im Ausland. Wir sind die einzige Partei, die konsequent sagen, dass Deutschland keine Waffen mehr exportieren darf, weil Waffen oft die Ursache für Armut und Vertreibung und für die Kriege sind. Und wir sagen auch
ganz klar und deutlich, wir brauchen unbedingt mehr Mitbestimmung, gerade auch für jüngere Menschen. Es kann nicht sein, dass nur alle 4 Jahre einmal gewählt wird. Bei grundsätzlichen Fragen treten wir auch dafür ein, dass die Menschen in Volksabstimmung über bestimmte Fragen abstimmen dürfen. Na, gerade bei uns im Saarland setzen wir uns dafür ein, dass die Zukunft der Arbeitsplätze gerade in dem Bereich der Automobil- und Zulieferindustrie hier erhalten bleibt. Das Saarland hat 2012 den Bergbau als eine wesentliche Säule der Industrie verloren. Das war nicht mehr aufzuhalten, die Entwicklung. Damals konnten allerdings die Beschäftigten, die noch nicht das Rentenalter erreicht haben, in anderen Bereichen unterkommen. Wenn heute bei uns im Saarland zum Beispiel Ford und die Zulieferindustrie aufhören, Autos herzustellen, dann haben wir, was die Arbeitsplätze angeht, ein Riesenproblem. Wir brauchen da deswegen unbedingt eine Diskussion, wie der Transformationsprozess organisiert werden kann, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben, auch wenn in Zukunft keine Autos mehr gebaut werden. Wir sehen die Arbeit der Caritas sehr positiv. Dort gibt es ganz viele Menschen, viele Einrichtungen, die eine wichtige Säule sind in der Gesellschaft. Das sind Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen. Sie kennen das sicherlich alles besser. Ich selber war vor 1,5 Jahren an dem Rastful-Krankenhaus hier in Saarbrücken als Patient untergebracht. Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht. Ich habe mit sehr freundlichem Personal, Ärzte, Pfleger, andere Angestellte im Krankenhaus. Ich kann da nur positiv drüber sprechen. Ich habe allerdings eine Anmerkung, was sich grundsätzlich ändern muss, ist die Tatsache, dass auch in kirchlichen Einrichtungen endlich die Möglichkeit geschaffen wird, dass Personal- und Betriebsräte gewählt werden können. Dieses kirchliche Recht, was für rein kirchliche Einrichtungen durchaus Sinn macht, darf für meine Begriffe nicht auf Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen übertragen werden.